Guten Tag, liebe Schleicher. Es geht weiter mit The Last of Us Remastered. Wir sind noch im Museum und hier sind noch einige Klicker unterwegs, ne? Wie ihr schon letztes Mal noch gesehen habt. Und jetzt muss ich versuchen, mich hier möglichst leise und problemlos durchzumogeln, denn ich kann, glaube ich, nur noch ein Messer herstellen und dann war's das. Yep. Deswegen am besten keinen Mucks machen. Hab ich noch irgendwas zum Werfen? Ein Molotow hätte ich. Da hätten wir was. Da. Tess ist auch nicht da. Lecker. Dosenfutter. Sich das gelohnt hat, hier reinzukommen. Ich kann noch ein Messer herstellen, das mache ich mal direkt. Sonst sieht es schlecht für mich aus, wenn der Klicker irgendwie um die Ecke gesaust kommt. Oh, oh. Mach doch nicht so einen Lärm, Mann. Hier noch alles. Voll. Kann ich mir noch einen Molotow herstellen? Vielleicht über Medikit her, glaube ich, in dem Fall. So, noch einen Molotow könnte ich noch herstellen. Ich glaube, da reicht's noch. Wie viele Pillen habe ich? 35. So, dann kann ich es nämlich mitnehmen. Tempo. Fertigungszeit. Nee, ich warte noch auf maximale Gesundheit. Geh du mal wieder weg, du. War ja auch noch, ey. Hinter mir nicht noch einer? Ich glaub schon. Da liegt noch was im Backstein. Besser mal aus dem Weg geräumt. So, erspare ich mir hier ein bisschen Ärger. So. Da hinten ist die Tür, in die ich muss. Aber es gibt hier nichts mehr für mich zum Einsammeln. Deswegen versuche ich mich hier ganz smooth. Oh nein.
Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Lauf einfach weiter. Ich bin nicht da. Geh einfach weg. Sagte, ich bin nicht da. Vielleicht das Ding die ganze Zeit vor der Tür rum. Ich glaub's ja nicht. Na. Die machen es mir heute nicht einfach, du, ne? Die Räudigen. Jetzt. Alter, jetzt ernsthaft? Wie viele sind es denn noch? Zwei. Ich hab zwar genug Munition, um beide zu töten, aber die laufen halt immer so komisch. Das mag ich nicht. Das Ziel auf dem Kopf ist halt schwer. Der Kopf ist die Schwachstelle. Ich glaube, es gibt auch irgendwie aber Mutierte, bei denen sind die Schwachstellen irgendwie woanders. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, hier kann ich wieder normal laufen, oder? Nope, kann ich nicht. Die haben sich da drin verscharrt, Hans, und er macht hier Ärger. Lampe, jetzt macht die auch noch Ärger. Nee, gut. Leute, hier das Mädchen. Ellie. Nachladen. Ey, Junge! Hopp gegen jemand. Umgebungskill. Auf die Schnauze! Nein! Hallo. Richtig gemein. Eine ganze Armee von diesen Viechern. Übel. So, mal nachladen. Jess, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Okay, dann wollen wir mal. Kommst du, Ellie? Bin ich da? Hat eine Action. Da ist es. Unser Zielort. Ja. So. Das nehmen wir mal mit.
Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Okay. Geh weiter, Kleine. So, jetzt brauchen wir wieder der Gerät, um darüber zu kommen. Also, da wären wir doch schon. Endspurt. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Ellie ist schon eine gute. Ich mag den Charakter total. Sehr gut geschrieben. Genau wie Joel. Auch allgemein die anderen Protagonisten, die man sonst noch so im Laufe des Spiels kennenlernt. Aber ich habe halt nicht alle kennengelernt. Wie gesagt, ich habe es noch nie durchgespielt, aber... Von dem, was ich bisher gesehen habe, überzeugt mich das schon. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt! Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was?
Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Weg. Oh Mann. Ich hätte es geiler gefunden. Kurzer Stopp hier mal. Ich hätte es irgendwie geiler gefunden, wenn man auch innerhalb des Spiels andere Charaktere spielen könnte. Das ist nur für eine kurze Zeit, dass man zum Beispiel mal die Sicht von Tess sieht, was sie durchgemacht hat, wie es zu dem Biss kam und so weiter und so fort. Vielleicht auch in einer spielbaren Rückblende. Oder dass man jetzt auch sieht, wie sie gegen die Soldaten halt vorgeht, ne? Dass man sie halt mal kurz spielt. Sowas finde ich in Spielen extrem geil gemacht, wenn es so einen Character-Switch gibt, um einfach auch mal so ein bisschen die andere Seite zu sehen. Fände ich irgendwie recht geil. Okay, da kommen wir nicht durch. Übrigens haben sie diese Rennanimation aus Uncharted übernommen. Mit diesem Shaky Cam Gebackel. Zwei Männer getötet. Verstanden. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Ja, Sir. Oh mein Gott. Tess. Sie werden bald hier sein. Ein Gewehr. Mann. Das Jagdgewehr. Eine sehr geile Waffe. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Checken wir den Flur. Du. Da drüben nachsehen. Komm raus, du Feigling. Doch, wir bleiben bei der Waffe. Nur ein falscher Schritt. Oh Mist! Lass den Kopf unten! Ich wollte ihn eigentlich von hinten greifen, aber... Ja, das Wackeln. Das kann man später noch mit einer Erweiterung ein bisschen verbessern, glaube ich. Dass sie jetzt eh wissen, dass ich hier bin. Thank you.
Die Waffe ist halt sehr stark. Es gibt aber für die Waffe, glaube ich, auch nicht so viel Munition. Damned. Jawohl. Da war noch jemand. Da drüben. Sicher. Los, na komm. Bleib bei mir. Na los. So, da ist noch was. Pillen. Er hat noch Munition. Na, die ist schon nachgeladen. Gut. Eine Nahkampfwaffe wäre noch ganz gut. Nehmen wir die auch nochmal mit. Das Brett. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay. Wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Sterben. Er ist hier drüben! Echt dunkel. Ah, Kacke. Oh, scheiße, Joel. Hat er gesessen oder nicht? Ich sehe ihn. Wo ist dieser Ratte?
nichts Dummes. Scheiße! Mann getroffen! Scheiße! Ich glaube, der ist tot. Okay, wir sind draußen. Oh boy. Das lief nicht gut. Das hätte besser laufen können, aber... Was soll's. Okay, was herstellen? Warte mal. Na. Ah, Lumpen fehlen. Lumpen! Bleib unten. Park Street. Lauf! Masken auf. Das verdammte Zeug einatmen. Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Ich werde hier suchen. Such hier drüben. Wo bist du, du armseliges Stück Scheiße? Ich hab ihn doch mit Dreieck gegriffen, Mann. Zieh ihm doch einfach die Maske aus. Oh Mist. Mist. Vielleicht liegt hier in einem Zug noch irgendwas Brauchbares. Ich glaube aber nicht. So, wir müssen irgendwas für Ellie, glaube ich, suchen, damit sie rüber kann. Bin mir nicht mehr sicher, wie das ging. Ellie? Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Sehen.
Oder ich glaube, sie sucht sich selbst einen alternativen Weg. Geh mal weiter. Weil so, wie ich eben schon geschwommen bin, so war es auf jeden Fall richtig. So wie es aussieht, aber... Ja, da ist sie doch. Die ist außen lang. Eine Schmugglernotiz. Hey, da, sie geht noch. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel betrieben habe. Ich will in die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker... ...anspringen und gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Was hat der Ellie gesagt? Was funktioniert? Drüben. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Ich guck doch mal, was hier ist. Warte da. Da sind noch Pillen. Wie viele Pillen habe ich denn jetzt mittlerweile? 45. Fehlen nicht mehr viele für einen Gesundheitsboost. Jetzt haben wir die Pillen. Eine Sackgasse. Ich schwimme mal gerade drüber. Da ist nämlich eine Leiter. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Aber ich muss erst mal da hochkommen. So, da ist so eine Palette. Da kann Ellie draufsteigen und dann können wir sie darüber bewegen. Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay. Vorsichtig. Ich hab dich. Jetzt lässt sie die Leiter ein bisschen runter, dass ich hochklettern kann. Ich hab sie. So, raus aus dem Wasser, bevor wir noch ganz aufgeweicht sind. So, liegt hier noch was? Das ist zu. Nö, sieht nicht danach aus. Oh, ist nix. Okay, nicht mehr raus hier. Oh, Licht. Licht am Ende des Tunnels.
Ah, geil. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Das ist definitiv abwechslungsreicher, als durch die Stadt zu dümpeln. Wesentlich schöner. Vegetation. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Ja, manche Dinge können wir uns halt nicht aussuchen. Oder Dinge, die passieren. Manche Sachen können wir nicht beeinflussen. So, kann ich noch irgendwas herstellen? Molotow. Klingen. Dafür fehlt mir Band. Ich brauche weiterhin Lumpen. Lass dich nicht lumpen. Nee, nix hier. Oben drauf vielleicht? Nee, hier ist nichts. Kalt durch den Wald. Okay, da waren wir schon. Ellie macht Geräusche. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wow, da! Ein bisschen drumherum mogeln. Wohin nochmal mit dem Brett? Stellt es mal ab. Macht dann am meisten Sinn. So, ah ja, okay. Doch, ist schon richtig so. Stimmt. Eine Nahkampfwaffe.
Ein Rohr. Das ist sogar verbessert. Scheren dran. Die macht heftigen Schaden. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Genau, das sind diese Balken unter der Health-Anzeige, wenn man so will, der Nahkampfwaffe. Die gehen ja auch nach einer Zeit kaputt. Wenn die kaputt gehen, dann bin ich halt echt kein großer Fan von, aber in diesem Spiel, in so einer Postapokalypse, das macht schon irgendwo Sinn. Na also. Weil die sind halt auch wahrscheinlich alt und ein bisschen nicht mehr so gut zu gebrauchen. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. So, immer schön außen rum. Hier lang. Sind hier runter. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. So, so, so. Was ist das? Shit. Ist da wer? Schnell, Joel! Oh, ich hab doch. Ich hab doch was, um ihn abzulenken. Hier durch! Wir müssen uns da nicht mit ihm rumschlagen. Sein muss. Guck mal, da liegt noch was. Sehr gut. Hier auch. Alles okay? Ich versuche Pfeife zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Das wie pfeifen? So, da haben wir noch eine Nachricht. Erinnerung. Mehr Pillen sammeln. Und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Das scheint eine Nachricht von unserem Freund hier zu sein, den wir suchen. Er hat noch ein bisschen Zeug von uns dagelassen. Super. Wir können den Klicker da unten auch mit unserer Nahkampfwaffe erledigen. Das geht eigentlich ganz gut. Aber gucken wir uns mal nochmal weiter um. So, jetzt sind wir hier oben. Aber mehr ist hier auch nicht. So. Wir brauchen etwas, um hier rüber zu kommen. Ich glaube, so kommen wir nicht rüber. Die Waffe blockiert den Weg. Auf der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, nein. Das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Wir finden schon einen Weg. Den Klick habe ich gar nicht bemerkt. Speed. Okay, aber hey, er hat Lumpen bewacht. So, kann mir damit auf jeden Fall noch
was herstellen. Und zwar ein bisschen Medikit wäre nicht schlecht. Wenn ich nochmal Schaden erleide, das rettet mir wahrscheinlich das Leben. Pimpen nochmal unsere Waffe. Ein Schuss. Ein einziger. Was hat er denn hier? Flaschen. Gucken wir mal, können wir hier rein? Nee, der ist zugenagelt. Das geht nicht. Ist hier noch irgendwas von Wert drin? Irgendwas, was ich übersehen habe? Nee, ich glaube nicht. Okay, nun denn. Ich würde erstmal sagen, wir sind hier am Ende der Folge angelangt von The Last of Us Remastered. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter mit mir, Joel und Ellie. Und dann werden wir über diesen Zaun kommen, damit wir weiterhin uns auf den Weg machen, zu Joels Kumpel zu gelangen. Vielleicht hat er ein Auto, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zusehen bei The Last of Us Remastered und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.